Spiel der Woche am Sonntagabend haben wir eben immer auch die Möglichkeit, im Stadion auch mal hinter die Kulissen zu schauen und an Orten anzugehen, wo wir sonst normalerweise nicht ankommen. Eben zum Beispiel auch in die Garderobe vom EHC Biel. Und dort sind wir gewesen, vor etwa einer Stunde und 20 Minuten. Und so hat das dort ausgesehen. Die ersten Spieler sind an ihren Plätzen. Tino Kessler. Gehen wir eins über. Jesper Olofsson. Fabio Hofer. Ist noch ganz ruhig da drinnen bei euch. Sind wir nervös? Sind ihr nervös, Fabio? Schön, wenn du da bist. und der Gegner macht da noch weniger Sorgen im Moment. Ja, wir wissen, dass sie gut sind, oder? Es wird ein Herzspiel, das wissen wir. Ja. Aber wir sind bereit. Wunderbar, alles klar. Wir schauen auch, wie sich der Toni Reial bereit macht. Neue Schuhbändel für jeden Match. Ah, oh, genau. Ja, wir wollen nicht lang stören. Wir schauen zu natürlich ein bisschen. I had no idea what did you ask. Ja. I asked about your preparation. What are you doing for every game? For every game, new stuff. No. Maybe three games. I play with the same lasers. Then I change. Okay. Also, noch drei Match. When they get old and tired, like me, then changed. Wenn Schuhbändel nicht mehr gut sind, wenn sie alt und kaputt gehen, so wie das manchmal auch bei einem Spieler passiert, dann tut er sie ersetzen. Das Problem mit der Noah Döhle noch nie. Was bringt das? Ja, ein kleines Ketchup, ein kleines gutes Gefühl und was nicht. Es hilft mir für bereits ein für das Spiel. Ja. Gut, wir lassen euch fokussieren. Schaut hier noch ein bisschen umeinander in der Garderobe. Und etwas nimmt mich natürlich noch schnell Wunder. Man weiss, die finnische Fraktion, die ist immer in guter Zahl vorhanden beim EHC Biel. Das Buffet dürfte natürlich auch nicht verwählen. Und dann eben auch den Wellnessbereich. Nennen wir jetzt den mal so. Und jetzt dürfen wir auch noch schnell da rein Richtung Dusche schauen. Ich meine, es hat einen finnischen Trainer, einen finnischen Goalie, zwei finnische Stürmer. Da dürfte doch eigentlich etwas nicht fehlen. Voilà, und da ist sie. Die Sauna vom EHC Biel. Damit Salinen, Rajala, Setteri und Törmenen eben auch ein bisschen Heimatgefühl haben. Gehen wir noch eine Ecke weiter. Aufpassen. Es ist noch rutschig hier in der Dusche. Und jetzt gehen wir über. Schauen, wo uns hier Toni anführt. Da lässt man die privaten Kleider. Macht sich parat. Golis. Auch da, Haufen Stück. Natürlich, jetzt gehen wir schon ins Trainerbüro schauen, ob der Chef auch da ist. Ah, da sind die zwei. Der Head Coach Antti Törmänen und sein Assistent Oliver David. Danke, dass wir kurz vorbeikommen dürfen. Was passiert bei euch noch, Antti, im Trainerbüro, so kurz vor dem Spiel? Ja, wir sprechen hier mit den anderen Coachen und Physical Coach Thomas auch. Und dann schauen Video und denken, wie ist mit heute Training, wann wir haben Training oder Spiele und mit der Mannschaft und alles diese Sachen. Mm-hmm. Oliver David ist der Assistenzcoach. What is your biggest challenge tonight, Oliver? Swiss German is always one of them. but Omri poses a really difficult threat with the battle level they're able to reach. The level of skating that the entire team is able to achieve, it makes it difficult if you're not ready to raise the level. So we have to be there tonight. Also das Level von Ambri aufkommen, wo immer hart kämpft und gut unterwegs ist auf der Schlittschuh, da muss man parat sein. Und wieder zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Resultate von Biel, 4 Siege, 3 Niederlagen, jetzt wieder 3 Siege. Ist ein bisschen ein Auf und Ab. Wie bist du bisher zufrieden? Ja, nicht zufrieden, natürlich nicht. Manchmal kommen, wir haben 3 Punkte, weil wir haben nicht gespielt super und manchmal keine auch Niederlage, weil wir haben gespielt gut. So das ist so, das ist in Hockey, das ist in Sport. Und heute ist eine andere Chance und das ist Super Sunday in Fußball. So hoffentlich, wir haben gesprochen, das ist Super Sunday für unsere Zeit auch in Biel-Ambri heute. Super, wir freuen uns aufs Spiel. Danke, wir schnell dürfen da sein. Guten Match, Mann, die Törmänen und dem Oliver David. And all the best with the Swiss German.
Und ja, reden wir doch gerade über den heutigen Gegner und den Spieler, was ganz sicher besonders auf der Rechnung werden haben. Einer von den neuen Tschechen, der Michael Spacek. Und der ist aktuell der beste Scorer in der National League. Ja. Und seine Scorepunkte, wenn wir jetzt gerade allen zeigen, in unserer Rubrik Postfinals Topscorer Insights.